Ja, herzlich willkommen, liebe Investmentfreunde, bei meinem neuen Video. Heute geht es um die spannende Frage, was eigentlich bei einem Bankenwechsel passiert und ich einen ETF-Sparplan habe. Inhaltlich, wir schauen uns an, geht das überhaupt? Kann man die Bank einfach so wechseln und das Depot übertragen? Was passiert mit dem Sparplan und zu welchen Problemen kann es kommen? Also grundsätzlich, ja, ein Depotübertrag, ein Depotwechsel ist natürlich möglich, ist auch verständlich, weil es gibt ja schon abertausende Broker hier am Markt und vielleicht findet man ein Angebot, das wirklich gut ist, das man nutzen will und sagt, ja passt, jetzt will ich zu dieser Bank gehen und mein Depot übertragen. Easy, überhaupt kein Problem, grundsätzlich. Zum Depotübertrag allgemein, diesen Service bieten die meisten Banken, die meisten Broker an. Dazu muss man im Prinzip nur Formulare ausfüllen. Und ganz, ganz wichtig, beim Depotwechsel darf von der Bank, zumindest in Deutschland, auch nichts in Rechnung gestellt werden. Die dürfen kein Geld dafür verlangen. Falls das passiert, schick ihnen gleich einen schönen Brief ins Haus, dass das nicht geht. Dazu gibt es nämlich auch einen Gerichtsbeschluss. Ja, was passiert jetzt beim Übertrag, beim Depotwechsel? Was passiert mit dem Sparplan? Hier ist es ganz wichtig, bei Sparplänen kaufst du ja meist Bruchstücke, also einen Anteil. Also wenn jetzt zum Beispiel ein ETF 100 Euro kostet, also ein Stück, und du hast einen Sparplan von 50 Euro, kaufst du ja nicht ein Stück. Das heißt, du hast Bruchstücke im Depot und diese Bruchstücke werden ganz einfach verkauft. Es kommt zu keiner Übertragung. Die restlichen Anteile, also ganze Anteile, werden übertragen. Und was passiert grundsätzlich mit dem Sparplan? Der fällt natürlich komplett weg, klar, weil du wechselst deine Bank und du legst diesen Sparplan einfach wieder beim neuen Broker an. Wie lange dauert so ein Übertrag? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, kannst schon bis zu 10 Tagen, mehr als 10 Tage, also um den Dreh 10 Tage mit rechnen. Zu welchen Problemen kann es kommen? Es gibt das eine Reihe davon, ich habe jetzt einen herausgegriffen, der mir wichtig erscheint auch. Das heißt, schau beim Anbieter, ob der ETF, den du übertragen willst, ich gehe jetzt mal davon aus, weil das Thema ETFs betrifft, auch nur aufs ETF eingehe, schau, dass bei dem anderen Broker der ETF praktisch im Sortiment ist, in der Liste ist, weil sonst dieser ETF nicht übertragen werden kann. Im schlimmsten Fall wird das ganze Depot nicht übertragen, es verzögert sich alles und so weiter. Fazit, Depotwechsel ist natürlich möglich, quasi jederzeit bieten auch Banken an diesen Service. Beim Sparplan werden Bruchstücke verkauft und die ganzen Anteile übertragen und du legst einfach den Sparplan wieder neu bei deinem Broker an. Das war's. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Falls du noch Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Danke und bis bald.